Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Foundation. Wir haben ja inzwischen unseren eigenen Landvogt, wer auch immer heißt, 20 Jahre alt, genau, Bonus wird gewährt. Die Markterlöse werden um 10% erhöht, kriegt dafür aber 5 Schleifen die Woche. Das ist okay, finde ich, weil 10% ist schon eine ordentliche Hausnummer. So, woran mangelt es noch? Manche Leute brauchen noch ein bisschen mehr Glauben und siehe da, mehr Kleidung. Kelse Priest. So, hier sind wir noch, genau, die Köhlerei und so wird hier noch aufgebaut. Aber dann sollten wir auch mal gucken, dass wir möglichst hinterherkommen mit den Klamotten. Die Frage ist, wohin damit? Wir haben ja hier hinten eigentlich schon eine größere Produktion. Hier haben wir eine kleine Fläche oben, dass dann dieser Markt entsprechend gut versorgt ist. Wir schauen mal kurz, wo endet das Gebiet? Da, sehr schön. Dann machen wir doch mal hier Schäfereien. Zwei und drei. Dann sobald wir Geld haben, oh, das sieht ja gerade nicht so prall aus. Sobald wir Geld haben, dann entsprechend ein paar Webereien und ein paar Schneidereien. So, die Köhlerei steht. Warte mal, hier müssen wir erstmal noch einen Schmied zuweisen. So, wie viele freie Larrys haben wir denn gerade überhaupt noch? Nee, das wollte ich nicht. Warte mal. Kann man hier noch? Nee, könnte man nicht irgendwie so Steuersätze festlegen? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, nicht wirklich, ne? Schade! Mensch und Skinner, nee, das wäre was gewesen. Egal, wir gucken jetzt erstmal, wie viel wir noch frei haben. 5 Stück, das ist jetzt gar nicht mal so viel. Wir können aber auch mal im Zweifel den einen oder anderen Bauarbeiter entlassen, denke ich. Weil 20 Stück brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nein, wir behalten wieder alles für uns, wir sind gierig. Ich glaube, wir sollen noch mal zeitnah gucken, dass wir vielleicht noch ein paar weitere Fischerhütten etc. bauen, dass wir die ganzen Mäuler mal ein bisschen gestopft bekommen. Das sieht nämlich auch nicht gerade pralle aus. Aber gut, später Problem. Also erstmal die Webereien. Und dann noch die tapferen Schneiderlein. So. Wie sieht's denn mit dem Handel aus? Was holen wir noch? Kaufen wir noch was ein? Die Steine verkaufen wir, das ist sehr gut. Bretter sollten wir auch wieder verkaufen. Honig verkaufen wir, Kräuter verkaufen wir. Ja, läuft doch bei uns. Behaupte ich jetzt zumindest einfach mal. Außer, dass wir natürlich wieder eine kleine Glaubenskrise haben, weil wir dringend mal wieder eine Kirche bräuchten. Also zur Abwechslung. Wollen wir eine bauen? Ja, komm. Diesmal machen wir den Stil in Blau. Wir setzen die hier einfach mal hin. Ich mache die wieder einigermaßen klein, einfach nur zweckdienlich. So, 40 passen da jetzt rein. So, können wir dich nicht da mittig dran? Ne, geht nur so. Okay. Wo bist du? Machen wir mal da hinten. Erweiterung A. Nochmal Erweiterung A. Nochmal Erweiterung A. Ja, die Kirche soll halt auch mal reichen. Ein paar Tage, ne? Nochmal Erweiterung A. So, dann Erweiterung B. Erweiterung B. Da ein Buntglas.
Da ein Buntglas. Le Tür. Und Le Kreuz. Und noch ein ganz kleines Türmchen hinten dran. Obwohl, das sieht echt ein bisschen erbärmlich aus. Können wir den noch so separat hinstellen? Jo. Ja, komm, machen wir so. Schwing! Und schon geht's los. Habt ihr zwar ein paar Meter zu laufen, aber hey, da habt ihr immerhin was zu tun. Außerdem wird es ja nicht ewig so leer hier bleiben, ne? Das ist uns ja schon allen bewusst. Der erste Schäfer fängt seine Arbeit an. Wunderbar. Ach, es läuft doch bei uns, Mensch. Traumhaft, ihr Lieben. Vielleicht brauche ich einfach mal hier mehr Larrys, die Waren holen. Könnte ja sein, dass das hilft. Weiß man nicht. Naja, gut, auf die letzten Ressourcen wird noch gewartet. Weil uns Werkzeug mal wieder fehlt. Und ich würde sagen, wir kaufen es dann doch ausnahmsweise wieder ein. Weil sonst kommen wir ja nicht aus der Puschen hier. Das wurmt mich immer noch ein bisschen, das mit dem Kloster. Dass hier die Bäume immer so doof stehen und dass wir halt, naja, falsch geplant haben letzten Endes. Aber gut, Missverständnisse können nun mal leider passieren. Das weiß man ja vorher nicht. So, Glas haben wir noch 20. Ich weiß nicht, warum der gerade gesagt hat, dass wir keine 10 zur Verfügung hätten, die reichen. Also, vorhin beim Bauen, da hat er angezeigt, hier rot heißt, da haben wir die Rohstoffe nicht, was ja Tinef ist. Oh, ganz vielen fehlt es an Mampf, das ist natürlich gar nicht gut. Und Klamotten. Hm. Dabei sind da 24 Klamotten. Ja, die müssten nur mal abgeholt werden, das könnte schon mal helfen. Vielleicht ist wirklich nicht das Problem, dass wir zu wenig produzieren, sondern das Problem, dass die einfach zu lange brauchen, um das abzuholen. Weil die haben ja auch mal irgendwann Freizeit. Da können die nicht arbeiten, deswegen holen wir uns da noch einen zu. Hier könnten wir vielleicht nochmal einen zweiten Stand bauen. Na, guck, jetzt sitzt nur noch 70. Jo, könnte tatsächlich was gebracht haben. So, dann besetzen wir jetzt erstmal den Schneider hier. Dass wir zumindest einen geschlossenen Produktionszyklus haben. 1, 2, 3, 4, 5. Da dann auch ein Schneider. Okay, und jetzt fehlen uns Larrys für die Webereien. Schön. Wo wir wieder beim Thema wären. Ich wollte doch ein paar Leute Weber werden lassen. Weber. 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 Jetzt erstmal wieder zumachen, den ganzen Kladderadatsch. So, und dann wirst du noch ein tapferes Schneiderlein. Wo haben wir es? Ne, Schmied da. Schneider. Und du auch. So. Okay, warum seid ihr jetzt nicht zugewiesen? Ach, das dauert wahrscheinlich wieder ein Sekündchen. Gut, kein Stress. Kriegen wir alle hin, ne? So, Waffen wollten wir doch verkaufen, wenn ich mich recht entsinne, ne? Haben wir denn schon ein Lager für die Waffen? Nö, da noch nicht. Und da auch nicht. Dann machen wir doch mal hier einfach mal Waffen. Auf dass unsere Bilanz sich mal ein wenig bessern möge. So, wie schaut's hier aus? Das dürfte jetzt erstmal noch wieder ein bisschen dauern. Wir kennen das Spielchen ja schon, ne? Haben aber sehr viel Steine auf Lager, deswegen bin ich zuversichtlich, dass das recht schnell gehen sollte. Na, dann wird das Werkzeug, könnte ein bisschen
wuselig werden, aber da müssen wir durch. So, sind jetzt hier alle voll besetzt? Jawohl. Traumhaft. Hoffen wir mal, dass die Leute ein bisschen mehr grinsen, weil sie mehr Klamotten bekommen. Na, guck, mampftechnisch, da sind wir jetzt auch wieder ein bisschen besser aufgestellt, obwohl wir daran gar nichts gedreht haben. Tja, ist wohl nicht die Menge, die man produziert, sondern einfach mal die Versorgung damit. Und wenn die dann auch mal öfter dahin gehen würden zu den Ständen, dann würden die auch mal öfter satt sein. Ja, guck, drei Teile schon fertig. Sehr gut, läuft doch bei uns. Behaupte ich jetzt zumindest mal, also. Haben wir jetzt eigentlich schon eine Übersicht? Handelseinnahmen? Nee. Wir haben doch hier einen Steuereintreiber. Du arbeitest. Bereitest dich auf die Arbeit vor? Ja, dann bereite dich mal vor. Ich möchte mal gucken, wie du arbeitest, ob du überhaupt irgendwo lang gehst und Steuern einsammelst oder... Ach, jetzt hast du gerade frei. Ja, das passt doch gut. Erst zur Arbeit gehen und dann direkt frei haben. Läuft bei uns. So, machen die Waren. Ja, Getreide ist momentan echt ein Problem, weil wir diesen Bug haben, dass die Felder nicht bewirtschaftet werden, ne? Ihr seht, wir haben hier eine riesige Fläche. Der fängt jetzt auch gerade an, hier auszusehen, aber die machen nur noch ein bisschen. So wie hier. Hier macht er jetzt schon gar nichts mehr. Haben wir da überhaupt schon jemanden eingestellt oder wollten wir das noch? Ne, da sind drei Leute eingestellt. Ja, schön. Jetzt haben wir das Getreidefeld zurück in der Hoffnung, dass das was bringt. Ja, guck an. Da sehen sie wieder. Das ist jetzt gerade echt ärgerlich, weil das lief ja vorher eigentlich ganz gut, ne? Ich meine, die haben fleißig hier ein riesiges Feld gehabt, was sie bewirtschaften konnten. Daher weiß ich leider nicht so wirklich, wo das Problem liegt. Ich denke mal, es ist letzten Endes einfach nur ein Bug. Das kann passieren. Wir sind im Early Access, da ist das vollkommen in Ordnung. Zwar nicht schön, aber in Ordnung. Nein, wir helfen keinem. Wir sind doch egoistisch, weißt du doch. Haben wir das hier schon zum... Ja, okay, sehr schön. So, dann machen wir auch mal vernünftig das hier aus. Das scheint tatsächlich was zu bringen mit den Klamotten. Zumindest rede ich mir das jetzt einfach mal ein. Hoffen wir, dass sich die erhöhte Produktion hier hinten auch mal irgendwann niederschlagen wird. Und die dann ein bisschen aus dem Quark kommen. Und mit ganz, ganz, ganz viel Glück können wir ja, sobald hier alles steht, vielleicht mal wieder über 90 kommen mit unserer Zufriedenheit. Fände ich schon geil. So, Wohnhäuser sind fertiggestellt. Ich sehe zwar nicht wo, aber ich glaube euch das jetzt einfach mal. Ich glaube, hier eins wird ausgebaut. Tja, was als nächstes? Das ist so die große Frage. Naja, erstmal wachsen wir weiter. Erstmal bauen wir hier die Kirche fertig. So, warte mal, wie viele Arbeitslose haben wir jetzt? Vorhin sind doch auch nochmal welche dazugekommen, ne? Vier Stück haben wir wieder. Dann gucken wir doch mal, was so die Betriebe machen. Ob irgendwo noch was fehlt. Ach, ein Fischer fehlt. Ja, guck an, das geht schon mal gar nicht. Gut, Soldaten sind mir gerade egal. Auch immer noch Soldaten nur. Komm, der Schatzkammer weisen wir jetzt auch mal eins zu. Beim Steinbruch. Ja, komm, den Steinmetz nehmen wir auch mal wieder in Betrieb. Aber das waren die drei hier unten, ne? Ja. So, dann gucken wir, dass wir gleich die Steinhauer auch wieder voll kriegen. So. Nehmen wir erstmal so.
Na, so viel brauchen wir gar nicht mehr aus. 26 Werkzeuge in einer Rutsche, das ist doch traumhaft. Aber irgendwie finanziell sieht es gerade gar nicht so geil aus, ne? Wir müssen echt mal gucken, dass wir mehr verkauft kriegen. Ach, ein Gesandter bittet um Audienz. Und diesmal nehmen wir die auch an, nicht so wie beim letzten Mal. Wir senden natürlich sofort unsere Truppen hin. Ach stimmt, wir haben jetzt einen mehr. Ich war gerade irritiert, dass wir 6 Soldaten haben. Aber wir haben ja einen bei der Schatzkammer eingestellt. Ich finde es lustig, dass man hier keine Soldaten zuweisen kann. Ich check gerade zwar nicht warum, aber es soll mir egal sein. Mittlerweile haben wir doch ein recht beachtliches Städtchen gebaut, möchte ich mal meinen. Ah, guck an, das mit der Kleidung scheint zu klappen. Jetzt haben wir nur noch 12 Leute, denen es an Kleidung fehlt. Da haben wir jetzt wieder eine, nennen wir es mal, Epidemie an Hunger. Und immer noch die Gretchenfrage, die noch nicht für jedermann hier beantwortet wurde, scheinbar. Und wir sollten hier auch mal einen Brunnen hinbauen. Wir doch alle hier genug zu trinken haben. Gut, alle fleißig am Ackern, sehr schön. Ich frage mich nur, wo die Werkzeuge noch fehlen, bei welchem Stück, und ihr habt sie einer holt. 26, das sind, oh, da fehlt ja noch ein Werkzeug, echt jetzt? Na gut, dann ist das wohl so. Aber gut, wenn sie meinen, die wissen schon, was sie tun, ne? So, ihr Lieben, ich mache jetzt noch keinen Cut, ich mache was anderes. Ich beende dieses Projekt, denn ich denke, ja, wir haben jetzt soweit alles gebaut. Gut, die hässlichen Grafikfehler bei dieser Kirche, die ignorieren wir jetzt mal. Wir haben ja soweit alles gebaut, was wir bauen können im momentanen Stand, in dem sich dieses Spiel befindet. Und ja, deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen Cut, ein Ende dieses wunderschönen Projekts und ein kleines Fazit wie immer. Ich finde das Projekt durchaus interessant. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Es hat mir auch Spaß gemacht bisher, aber ich finde, jetzt wird es langsam repetitiver. Letzten Endes heißt es jetzt nur, okay, wieder neue Wohnhäuser, nochmal die gleichen Produktionsketten, noch ein neuer Markt, wieder neue Wohnhäuser. Wisst ihr, das geht immer so weiter. Und das finde ich jetzt schade. Da wünsche ich mir für das Endgame quasi noch ein bisschen mehr Variation, was das angeht. Vielleicht auch mal, dass man angegriffen wird. Vielleicht auch mal, keine Ahnung, andere Missionen. Natürlich neue Gebäude, die dazu kommen. Vielleicht irgendwas mit Fraktionen oder so. Das weiß ich gerade nicht. Ich weiß auch nicht, was da noch in Planung ist. Aber auf jeden Fall bis hierhin, wie gesagt, schön. Aber ich denke, da ist noch deutlich Luft nach oben. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Oder schreibt, oder wenn nicht, dann schreibt eure Meinung gerne in die Comments. Würde mich interessieren, wie ihr das Ganze seht, wie ihr zu dem steht. Ansonsten, wie gesagt, viel durchaus Liebe zum Detail. Andererseits, gut, Bugs. Ich meine, wir sind im Early Access, da sollte man sich, denke ich, nicht über Bugs beschweren. Deswegen kann man darüber hinwegsehen, dass man hier so Grafikfehler hat. Das mit den Feldern ist zwar nervig, aber letztendlich, es ist halt einfach ein Bug. Was soll man da machen, ne? So, haben wir hier noch was? Ne, da soweit nicht. Gut, alles klar. Ihr Lieben, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Ich hoffe natürlich, ihr seid bei den anderen Projekten dabei. Schreibt gern was in die Comments, wie es euch gefallen hat, ob es euch überhaupt gefallen hat und wenn nicht, was man da noch verbessern könnte. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski.